Guten Tag, liebe Leute. Heute geht's um das 9-Euro-Ticket. Die Eintrittskarte für einen Monat deutschlandweit Reisefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr. Aufgrund steigender Energiepreise hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket geschnürt, das unter anderem das 9-für-90-Angebot beinhaltet. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle überweist der Bund 2,5 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel an die Länder. Hinzu kommen weitere 1,2 Milliarden Euro als Ausgleich für Corona-Maßnahmen bedingte Fahrgeldeinbußen. Die Konditionen sind denkbar einfach. Für 9 Euro pro Kalendermonat kann jeder von Juni bis August mit Bussen und Bahnen beliebig weit durch Deutschland touren, sodass man für 27 Euro ein Vierteljahr lang die gesamte Republik unsicher machen darf. Die offizielle Bezeichnung 9 für 90 ist somit leicht irreführend. Treffender wäre 9 für 30 oder 27 für 90. Das Ticket gilt 24 Stunden an 7 Tagen die Woche in der zweiten Klasse. Ausgenommen sind ICE und Co. sowie Fernbusse. Und das ist eigentlich alles, was Reisefreudige wissen müssen. Karte kaufen, einsteigen, losfahren, simpler geht's kaum. Ist das nun genial oder gaga? Der Filmtitel ist ein wenig provokant, denn 9 für 90 ist weder schwarz noch weiß und schreit nach einer differenzierten Betrachtung. Seit Bekanntwerden des Entlastungspakets Ende März ist viel darüber geschrieben worden und auch ich möchte ein paar Gedanken dazu loswerden. Anfang 2019 hatte ich ein Video zur Abschaffung des Schönes-Wochenende-Tickets veröffentlicht und einige der damals angesprochenen Aspekte greife ich heute auf. Meine Stammkunden werden also ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis haben und das eine oder andere Pro- und Kontra-Argument wiedererkennen. Mit dem 9-Euro-Ticket peilt die Bundesregierung zwei Ziele an. Zum einen sollen die bereits jetzt den ÖPNV nutzenden Pendler finanziell entlastet, zum anderen ein Anreiz für all jene geschaffen werden, die sich bisher, warum auch immer, nicht in Busse und Bahnen verirrt haben. Ein deutschlandweit gültiger Fahrschein mag für manch einen Anlass sein, es doch einmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu versuchen, nachdem ihn die undurchschaubare Preisgestaltung bislang davon abgehalten hat. Als jemand, der deutschlandweit in den verschiedensten Verkehrsverbünden unterwegs ist, kann ich ein Lied davon singen, wie aufwendig es mitunter ist, die mannigfaltigen Tarifbestimmungen zu durchschauen. Zu einem gewissen Teil kann 9 für 90 daher auch als Experiment verstanden werden, um herauszufinden, welchen Einfluss der Preis auf die Nutzung des ÖPNV hat, wie viele Menschen sich in einer autofixierten Gesellschaft vom motorisierten Individualverkehr absaugen lassen und was Fahrzeuge und Anlagen kapazitiv hergeben. Antworten auf diverse themenverwandte Fragen werden wir derweil nicht erhalten. Wie viel ist der ÖPNV seinen Nutzern wirklich wert? Welche Folgen hat es, wenn Transportleistungen für einen Apfel und ein Ei verkauft werden? Wie hoch ist die Wertschätzung für ein Angebot, das so gut wie nichts kostet? Wie entwickelt sich daraus das Anspruchsdenken in Bezug auf Komfort, Qualität und Zuverlässigkeit? In dem Wochenendticketfilm hatte ich den Begriff Verramschung genutzt. Das Verhökern von Waren oder Dienstleistungen zu Schleuderpreisen. Spannend wäre es gewesen, bei den Kunden vorzufühlen, was sie zu zahlen bereit sind. Also keine Fahrkarte für 9 Euro, sondern zu einem frei wählbaren Betrag auf den Markt zu werfen. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus eine weitere Frage. Wie viele Menschen fühlen sich durch 9 für 90 überhaupt angesprochen? Die meisten haben schließlich ihre Gründe, warum sie den ÖPNV bisher nicht für ihre täglichen oder gelegentlichen Wege nutzen. Das liegt ja nicht bloß an komplizierten Tarifen, zu harten Sitzen oder komischen Mitreisenden. Für viele scheiden die Öffis aus rein praktischen Ursachen aus. Weil sie zu selten fahren, zu gewissen Zeit überhaupt keine Verbindungen existieren oder man mehrfach und mit langen Wartezeiten umsteigen muss. Das mag im Freizeitverkehr akzeptabel sein, aber wer an 5 Tagen die Woche um seinen Anschluss bangen und sich regelmäßig gefühlte Ewigkeit an gottverlassenen Haltestellen die Zeit vertreiben muss, wird sogar bei einem Preis von 30 Cent pro Tag nicht auf den PKW verzichten. Ich spreche da für mich selbst. Einst war ich überzeugter Nutzer des meinen Zuschauern bestens bekannten Bahnhofs Klecken.
Heute steige ich dort nur noch in Ausnahmefällen ein oder aus. Verspätungen und vor allem die ständigen Zugausfälle haben mich entgegen all meinen früheren Überzeugungen und Beteuerungen ins Auto getrieben. Unter diesen Umständen ändern auch verdoppelte Sprit- oder halbierte Fahrpreise nichts an meinem Pendelverhalten. Mit der Zuverlässigkeit wird das in diesem Sommer ohnehin eine spannende Sache. Ich erinnere mich an die Frühzeiten des Wochenendtickets. Und was damals auf so mancher Hauptstrecke abging, kann man sich kaum noch vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wie sich 9 für 90 letztlich auf die Auslastung von Bussen und Bahnen auswirkt. Leerer werden sie wohl kaum. Und das dürfte insbesondere dort Probleme verursachen, wo sie jetzt schon voll sind. Im Bus von Reitwein nach Seelo wird der Reisendenansturm ausbleiben. Im morgendlichen Metronom zwischen Winsen und Hamburg hingegen sind unschöne Szenen programmiert, die möglicherweise das Potenzial entfalten, bisherige Dauernutzer zu verärgern oder gar zu vergraulen, wenn diese sich in ihren Stammzug hineinquetschen und mit einem Stehplatz vorlieb nehmen müssen. Von daher wird es auch interessant zu beobachten, wie vielen potenziellen Kunden ein dauerhafter Umstieg auf den ÖPNV schmackhaft gemacht wird und wie die Situation nach der Rückkehr zu Normalpreisen im September aussieht. Ob 9 für 90 ein ernstzunehmender Schritt in Richtung Verkehrswende ist, erscheint angesichts der fehlenden und allenfalls langfristig aufstockbaren Kapazitäten bei Infrastruktur, Fahrzeugen und Personal zweifelhaft. Dem Überfüllungsargument lässt sich entgegnen, dass das ÖPNV-Angebot heute umfangreicher ist als vor 25 Jahren, insbesondere mit Blick auf Verbindungen in Tagesrandlagen oder am Wochenende. Die Reisenden können sich also auf mehrere Züge und erweiterte Zeiträume verteilen, was die Wahrscheinlichkeit von Überlastungen reduziert. Zu ergänzen wäre in diesem Zusammenhang, dass Wochenend- und Ländertickets die Bahn für den Freizeitverkehr überhaupt erst wieder attraktiv gemacht haben, nachdem Mitte der 90er auf vielen Nebenstrecken von Samstagnachmittag bis Montagfrüh Dienstruhe herrschte. Andererseits sei berücksichtigt, dass der Betrieb damals flexibler gestaltet werden konnte. Infrastruktur, Fahrzeug- und Personaldecke, wo man hinschaut, ist heute alles auf Kante genäht. Ich erinnere mich an einen Samstag im Frühjahr 95, als die Lok des heillos überbesetzten Eilzuges Hamburg-Göttingen in Lüneburg zwei zusätzliche Wagen aus der Abstellung holte. Im Jahre 2022 erzählt man den Reisenden zur selben Zeit am selben Ort, dass ihr Zug ausfällt und sie doch bitte den Folgetakt nutzen mögen. Übrigens, etwas Gutes haben sogar überfüllte Züge. Niemand kann seine beschuhten Füße auf dem gegenüberliegenden Sitzplatz ablegen. Das ist nämlich tatsächlich etwas, das mich beim Bahnfahren so richtig ankotzt. Zu erörtern ist auch, inwiefern das 9-Euro-Ticket neue Mobilitätsbedürfnisse weckt. Schlägt man sich mit Regionalzügen an die Ostsee durch, weil man da sowieso hin will und ansonsten auf das Auto zurückgegriffen hätte? Oder nimmt man dieses Abenteuer bloß auf sich, weil es preiswert ist und mal was anderes als der Baggersee vor der Haustür? Dem erstrebenswerten Prinzip Nähe ist das wenig förderlich. Auch Busse und Bahnen binden und verbrauchen Ressourcen und entfalten ihr Klimaschutzpotenzial nur, wenn sie helfen, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Aber gut, das ist ein weites Feld. Diskutiert mal mit einer angeschäkerten Kegeltruppe im überfüllten Regionalexpress über Verkehrsvermeidung. Die zählen euch dreckig lachend die Vor- und Nachteile von sexueller Enthaltsamkeit auf. Auch beim eigentlich nur am Rande betroffenen Fernverkehr kann das noch lustig werden. Als häufiger ICE-Fahrer erlebe ich oft genug Streitgespräche zwischen dem Zugpersonal und Reisenden mit den dort nicht gültigen Ländertickets. Derartige Vorkommnisse werden zunehmen und die Mitarbeiter in den Zügen tun mir jetzt schon leid. Wenn sie sich mit des Bahnreisens völlig unkundigen, jedoch umso uneinsichtigeren und aggressiven 9-Euro-Spätzeln herumschlagen müssen. Da sind einige Fahrpreisnacherhebungen fällig und unsere Freunde von der Bundespolizei werden mit Personalienfeststellungen gut zu tun haben. Gemäß verschiedenen Umfragen wollen plus minus 50% der Bundesbürger 9 für 90 nutzen.
Inwiefern sich daraus Zahlen zur Auslastung von Bussen und Bahnen ableiten lassen, vermag ich nicht zu sagen. Ein Aspekt könnte jedenfalls dafür sorgen, dass sich der Umstieg vom Auto auf den ÖPNV in Grenzen hält. Weil das Entlastungspaket auch eine Senkung der Treibstoffpreise vorsieht, rund 30 Cent pro Liter Benzin, immerhin noch 15 Cent beim Liter Diesel, ist ungewiss, ob ein nennenswerter Anteil der Bevölkerung überhaupt eine Veranlassung sieht, die Blechkarosse stehen zu lassen. Gut, Leute, das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Das 9-Euro-Ticket ist weder genial noch gaga. Ich halte das Ganze für einen wenig durchdachten Schnellschuss, dessen Folgen niemand abzuschätzen weiß. Man kann allenfalls ahnen, was in den Regionalexpressen von Hamburg nach Westerland, Berlin nach Stralsund, München nach Garmisch oder im zweistündlich verkehrenden Regionalbahn Winzling, Schlüchtern-Würzburg als Bindeglied zwischen Nord- und Süddeutschland passieren wird. Daher bin ich froh, dass ich das Geschehen aus einer gewissen Distanz betrachten kann, weil ich nicht auf den ÖPNV angewiesen bin. Aber vielleicht kommt ja alles ganz anders, sodass meine Bedenken bloß Unkenrufe sind und die Realität mich eines Besseren belehrt. Natürlich werde auch ich das Angebot nutzen, zwar nicht wie einst für eine Wochenendticket-Tour nach Basel, aber für kleine Reisen rund um die Hamburger Kirchtürme oder mein Urlaubsdomizil, das ich Ende Juni im Westfälischen aufschlagen werde. Wie auch immer ihr das 9-Euro-Ticket einsetzt, ich wünsche euch einen sonnigen Sommer und allzeit gute Fahrt. Wir hören uns. Tschüss.